Hey, Mint 09. Hey, Brücki 1. Was geht? Ja, und ich hier und bei dir? Ja, bei mir geht Coaching jetzt mit dir. Ja, freue ich mich. Und ich mich endlich. Erst. Endlich. Das ist der Part, an dem ich jetzt nicht versuche, dich deinem Freund wegzunehmen, sondern einfach nur Informationen über dich zusammen auf erarbeite. Ja. Ich würde gern wissen, worauf stehst du beim Daten? Ah, sorry, ich bin ein bisschen trollig unterwegs gerade. Es tut mir sehr leid. Möchte gerne mit Respekt. Ach du Scheiße. Okay, alle Versuche haben sich erübrigt. Grüß deinen Kumpel, ne? Dein Kumpel ist gut. Grüß deinen Freund. Ich würde gerne von dir wissen, wie lange spielst du? Ja, irgendwie. Ja. Bist du nervös, Brücki? Nee, irgendwie ist das weird gerade. Keine Ahnung. Warum? Ich find's irgendwie gerade weird. Ich finde, das ist irgendwie so ein Coaching, wo ich mir denke, ja. Also ich will League of Legends. Du kennst doch meine Standardfragen, oder nicht? Ja. Ja, beantworte die einfach direkt, ohne ich stellen muss. Also, ich spiele seit Season 4, bin immer so Gold. Einmal war ich auf Platin. Ja, letzte Season auch Gold, Moment. Silber 1 mit 70 LP oder irgendwie sowas. 65 LP. Ja. Und Support spiele ich. Und warum bist du Silber, sagst du, diese Season und nicht Gold oder Platin? Ja, ich bin auch noch im Climben. Aber spielst du so viel wie sonst auch? Also spielst du viel in den Seasons davor? Ja, würde ich schon, wenn nicht sogar mehr. Aber bist du scheiße geworden, oder? Ja, wahrscheinlich. okay, kannst du dir selbst, wenn du jetzt selbst reflektieren, sagen musst, woran liegt's, dass du nicht, also, warum bist du jetzt nicht so wie letzten Seasons? Ja, also ich bin ja schon kurz vor Gold, also so ist es ja nicht, aber ich habe immer Spiele, da bin ich eigentlich recht gut und dann läuft auch alles ganz gut und dann habe ich, warum auch immer, ich weiß nicht, welche Fehler ich da mache, da laufe ich komplett runter, gehe irgendwie 0-11 oder so und habe absolut keinen Impact. Du gehst also für meine Valorant-Performance quasi? Ja, genau. Nur halt in League. Okay, schwierig. Hm. Kannst du dir, welchen Champion hast du? Ja. Deine Lieblingssupporter. Ich spiele ganz viel Jenna, ich spiele aber auch Leona. Ja, Yumi, wenn sie gut läuft, dann auch. Deine Top 3 Most Played Champs. Ja, dann Jenna, Leona und Yumi. Okay. Also komplett grundverschiedene Champs. Welche Champ liegt dir am meisten? Was sagst du? Jenna. Kannst du am besten? Ja. Willst du mir das auch zeigen? Ja. Okay. Kannst du mich schon mal enden gehen, by the way? Okay. Könnte es damit zusammenhängen, dass du einen Champ pickst, der in der Situation auf den Draft vielleicht nicht besonders gut angepasst ist? Auch, ja. Wobei ich schon meistens gucke, wenn wir jetzt einen Tank brauchen oder irgendwas mit Engage, dann picke ich schon Leona. Also das mache ich schon. Aber ansonsten könnte ich sicher, wenn ich meinen Champ-Pool erweitere, auch mehr, ja. Ja, aber Champion erweitern musst du nicht, sag ich dir sofort. Ne? Ja, also, okay. Das ist keine Notwendigkeit. Kann ich nicht adden, weil du zu viele Freunde hast. Ich wollte, dass dir mal sagt, natürlich habe ich zu viele Freunde. Bin auch beliebt wie Hulle, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Die deutsche Community hasst mich nämlich. So, den kenne ich nicht, den Typen. Ja, jetzt habe ich einen geschickt. Ja. Wen kann ich denn noch draushauen? Wer ist denn Flying Dutchman? Hey, das ist Maya Sonntag. Oh. Gumai Yuzi, wer ist das denn? Hab ich den letztens auch irgendwo? Ich glaube, so weit hier kann ich löschen, ne? Ja, komm, das muss ja erstmal. Piu, 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 65. Das hört sich auch so an, als könnte ich da weghauen. Oh ja. Ja, lass dir Zeit. Sowieso. Ich gehe davon aus, dass du ein junges, frisches Hüpferli bist, der sowieso noch bis 4 Uhr nachts wach bleibt, oder? Na klar. Deswegen habe ich auch Mittagsschlaf gebraucht, wo ich gehört habe, geht bis 22 Uhr an.
Ich stehe nämlich nicht erst mittags auf. Ja, ach so, ich kann meine Welt ja selbst gestalten. Ich bin Streamer, ne? Ich stehe auch morgens auf und mein Morgens hat einen anderen Uhrzeit als sein Morgens. Ah, genau. Bist du ein bisschen selbstverliebt eigentlich? Ehrlich gesagt nicht, ne? Okay, wenn du jetzt wenn du dich jetzt selbst sehen müsstest, was sind deine größten Schwächen? Hast du schon eine Idee, wo ich dir dabei helfen kann, oder? Ja, also ich weiß meistens nicht, wann ich jetzt meinen ADC verlassen kann, außer wenn Ja. er komplett scheiße ist. Und ich gehe manchmal Warden und in dem Moment stirbt mein ADC oft. Obwohl ich schon immer versuche zu gucken, dass die gerade reingepusht sind oder so, aber keine Ahnung. Dann engagieren die halt auf den und dann ist er auch ziemlich schnell tot. Ja, okay. Also aufs Early Game bezogen oder machst du auch später häufiger Fehler? Ja, auch später. Ja, später vor allem, wenn ich Warden gehe. Dann werde ich gecatcht oder so und dann stirbt dann gefühlt das ganze Team danach, weil die dann alle einzeln reinrennen, aber es ist wahrscheinlich der Elo-bedingt dann. Auf jeden Fall, ja. Generell, du kennst meine Einstellung jetzt zu Support in Lower Elos. Ist übel undankbar, ne? Und Ja, ich auch weiß. mega, mega, also ich glaube auch nicht Oh, gut, auch nicht bist effizient du so. Aber wir können trotzdem natürlich dran süß. arbeiten. Willst du mein Freund sein? Können wir tanzen? Dann würde ich sagen, machen wir so zum Thema Map Movement auf jeden Fall ein bisschen was Jo. und Vision System können wir auch drüber reden. Ja, Für, gerne. also Basic, super Basic Vision System. Das können wir wohl machen. Oh, bist du Ansonsten süß. Itemization, bist du Willst du mein sicher? Freund sein? Können wir tanzen? Wenn dir was auffällt, kannst du natürlich danach trotzdem was sagen. Klar, ich frage nur, ob du da schon, also und Runen und so, denkst du auch drüber Ja, nach ja, ja, oder ja, ja. kopierst du einfach so? Nee, da denke ich schon drüber. Also jedenfalls bei meiner Agenda denke ich drüber nach. Gut, dann geh doch mal ins Game rein am besten. Also Ja. hier schon mal rein. Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Ja, wenn ich Platin, also reicht auch schon Platin 4 oder so erreichen würde, ist auch schon okay. Also Gold muss auf jeden Fall, aber das kriege ich eigentlich immer irgendwann hin. Aber ich sage mal, ein bisschen höher wäre auch gut. Ich denke gerade darüber nach, damit du, ich kann darüber reden, weil ich gerade denke, ne? Ich denke gerade darüber nach, wie ich einem Spieler beibringen kann, dieses spätere Warden, also abseits der Laning Phase, das Warden, also die Position der Gegner zu respektieren. Weil ich nicht genau weiß. Also ich weiß ja nicht mal, wie ich das für mich selbst mache. Okay. Also ich kann es, also ich weiß, wie ich es für mich selbst mache, ich weiß, worauf ich achten muss. Also ich habe halt in meinem Kopf, kann ich quasi den Fog of War ausfüllen mit potenziellen Gegnern, aber ich kann es nicht in Worte fassen. Weißt du? Also ich habe jetzt keine Regel, die ich fassen kann dafür. Ja. Weil es halt mega hart auch mit Erfahrung zu tun hat. Denn der Gegner geht basen oder der Gegner ist in einer Position, wo du ihn zum letzten Mal siehst. Und dann musst du ja die Erfahrung haben, zu wissen, wo dieser Gegner sein kann und welche Gefahr der Gegner für dich ist. Ja. Und ich kann gar keinen Tipp oder keine Regel dafür finden. Also ich gucke auch schon immer so auf die Map, ob ich die irgendwo sehe. Wenn ich jetzt sehe, die sind alle irgendwie Topside, dann kann ich sag mal, relativ beruhigt Bot worden, aber Ja. auf sowas achte ich schon. Ja, kriegen wir irgendwie hin. Wenn ich es in Game sehe, ist es vielleicht nochmal Ja, genau. einfacher. Ja. Variierst du im Draft, ob du jetzt nur mal so, ob du noch eine Frage vorgestellt? Glaubst du, das hat mit der Konzentration zu tun? Du hast jetzt gesagt, du hast sehr hohe Hit-or-Miss-Games, ne? Hat das mit deiner Konzentration zu tun, glaubst du? Nee, würde ich nicht sagen. Also du kannst quasi von einem Game, wo, also du spielst beide Games mental zumindest gleich, sagst du, ja? Also beide Ja, konzentriert. ja. Okay. Dann ist die Frage, variierst du deine Champs, je nachdem, was du glaubst, was ihr braucht, ja? Ja, genau. Also, wenn ich sehe, die spielen alle mit Squishy Champs und sonst was, und dann geht schon Leona oder Nautilus auch ab und zu. Ansonsten spiele ich halt schon Jhana gerne.
Weil ich da halt nicht nachdenken muss, was die kann, was ich mit der machen muss, sondern kann mich auf die Map konzentrieren. Mhm, okay. Und kann auf die Minimap gucken halt öfter. Kann ich Chemtech schon zuschauen? Nee, ne? Nee, ich kann nur, glaube ich, erst. Ich glaub, doch, müsste eigentlich auch gehen, oder? Ich kann nee, erst im Loading-Stream, glaube ich, joinen, naja. Achso, ich gehe ja wahrscheinlich erst 3 Minuten, ne? Mhm. Ich muss mit leer warten, aber da kann ich schon den Screen sehen. Ja. Wie startest du Level 1? Mit welchem Skill? Mit der W natürlich. Ja, du lachst, aber es gibt. Es gibt eine Variante, mit der man, mit Q starten kann, auf Stellung. Achso, ja, aber. Wenn man für Push spielen möchte, das geht. Ja. Mittlerweile. Ja. Ging früher wahrscheinlich auch, nur hat das früher keiner gemacht. Okay. Ja, wir schauen einfach mal rein. Wenn du mir Matchups durchsagen möchtest, welche Matchups sind gut für Jhana, welche schlecht? Laning Phase only. Laning Phase only. Ja, gut, also ist sie auf jeden Fall auch gegen alle E-Girl-Supporter. Also komme ich jedenfalls gut zurecht. Gegen Leona komme ich auch gut zurecht mit ihr. Ja. Und nicht so gut jetzt mit so Magic-Supportern, wie ich jetzt auch habe, mit Branch. Das passt ja perfekt. Genau. Weil da move ich nämlich da, ich bin ja nicht so, also stehe zwar öfter hinten, aber nicht so oft. Und dann gehe ich halt einen Schritt vor und kriege halt sofort alles ins Gesicht und bin mega low. Und dann kann ich halt auch nicht mehr viel machen, außer stehen und meinem ADC noch ein Schild geben oder so. Aber wirst du gleich sehen. Ja, generell kann ich dir sagen, dass Jhana struggelt gegen alle Hook-Champs und gegen Mage-Champs. Also die meisten Mages sind decent gegen Jhana in der Lane selbst, weil Mages einfach sehr gut in der Lane sind, danach hart abfallen normalerweise, wenn man den nicht feedet. Und Hook-Champs sind auch ziemlich decent, weil die Position der Gegner verändert und quasi der Disengage von Jhana keine Rolle spielt. Wenn du aber Jhana spielst gegen Alistar oder gegen Leona und dein Timing ist gut und du bist eine gute Jhana, dann kann dir nicht so viel passieren, es sei denn, die Flash-Kombo und dich oder so. Dann bist halt die Reaktionszeit für den Q nicht mehr da. Ja. Aber grundsätzlich sind diese Champs sehr viel schlechter. Das heißt, das sind Matchups, wo du gerne Jhana picken möchtest. Gut. Ja. Ich habe mein Maul. Du bist in-game schon, ne? Genau, fängt gerade an. Gib dir Mühe. Tipp am Rande, in der Lane wäre es vielleicht smart, mal den W zu, also mal den Q-Start zu probieren. Oder mit der Q die Wave durch zu triggern, ja? Okay, alles klar. Viel Erfolg. No, danke. Sound muted. So. Die Jude Mild 09. Bin ich mal gespannt, wie die Jhana aussieht in der in Silber/Gold. Nicht mit Discord-Stream. Der Gerrit, siehst du einen Discord-Stream? Da bist du zur Essenbrücke. Heute gab's Bratkartoffeln mit Kalbsschnitzel. Und ich liebe Panda dafür. Er ist vielleicht nicht so gut in League, aber kochen kann er. Das ist gemein Panda gegenüber. Panda ist gut in League. Panda ist sehr gut in League. Braucht Panda fürs ganze Haus? Nee, braucht er ja auch nicht. Panda kocht für mich. Morgen gibt's asiatisch, übermorgen gibt's Hamburger, dann gibt's Pfannkuchen und am Montag gibt's Frikadellen. Das ist ja wahrscheinlich, ich lebe einfach im Schlafenland, ne? Und dann habe ich halt noch Sex mit Panda. I don't know. Ich will den heiraten. Ich sag, wie es ist. Und das, was ich dafür tun muss, ist das Essen zahlen. Das hat sich wieder zugenommen in dem Split. Überhaupt nicht. Der kocht ja. Ist ja viel besser, als ich mir sonst reinpfeife. Ich zahle einfach das Essen und er macht's. Weil das ist denn das für ein geiler Deal? So. So. Lass uns auf die Matchup eingehen. Ist ja soll ein Coaching sein. Shen war mal ein Counter zu Camille, aber das glaube ich nicht mehr aktuell. Shen sehe ich aber auch gar nicht mehr so viel. Irgendwie war der war sau stark in der Preseason. Also der wurde oft gespielt und dann haben Leute aufgehört, ihn zu spielen. Ich habe aber auch ein oder zwei Patch-Notes nicht gelesen.
Vielleicht ist irgendwas mit dem Champ passiert. Oder irgendwas passiert mit den Items oder sonst was. Aber irgendwie scheint nicht mehr so S-Tier zu sein. Sunfire Nerf? Ja, möglich, ja. Kann schon sein. Robert, dann von Resub. So. Wir haben hier auf der Seite, also so vom Gefühl her würde ich sagen, dieses Team hier gewinnt. Weil Hecarim, ich glaube, Hecarim ist broken in der Elo. Straight up turbo broken. Wobei Camille und Fizz probably zu hart sind. Und hier die einfachen Champs aus den Lolo-Lanes sind. Also was die Einfachheit angeht, ist dieses Lineup hier echt weit vorne. Ah, schwierige Nummer, Alter. Ich tippe trotzdem darauf, dass dieses Team gewinnt, okay? Ich behaupte, dieses Team gewinnt. Ich kann aber falsch liegen. Okay, für die Lane selbst ist es wichtig, dass diese Lane Prior bekommt über diese Lane. Du kannst einfach pushen. Du kannst durchgehend pushen und dann kannst du ein bisschen poken. Du kannst du kannst Tornados von hier spielen in die Reihen. Du hältst die ganze Zeit den Push, machst entweder eine Wave einzeln oder eine gestackte Wave, bringst in den Tower rein, behältst Lane-Kontrolle. Wenn die Gegner abwalken, machst du halt ein W auf Jenna, dodgest Spells, wenn du musst. Im besten Fall nimmst du nicht mal die Seite von Brand ein, sondern nimmst die Seite gegen Vayne, drückst den W, disengage mit deinem Schild und versuchst halt die ganze Zeit die Wave zu pushen. Probably ist eine Ein-Push-Wave, also immer jede Wave einzeln reinpushen, ist probably sogar fast besser. Du hast halt so Kontrolle, du punishst die Gegner damit natürlich weniger, du bietest auch nicht wirklich Dives an, aber du bist ein Silber. Also jede Wave einzeln reinpushen, komplett fein. Und dann kannst du halt mit den Tornados überbleiben, wenn du so ein Mana dafür hast, kannst du versuchen, die zu punishen und vielleicht sogar zu killen. Soll ja nicht funktionieren. Oh, bist du süß. Willst du mein Freund sein? Komm, wir tanzen. So, ist dieser Ward sinnvoll at all? Ich sage nein. Ich glaube, ich sage, der Ward ist wasted. Ich sage halt extra, bei ADCs mache ich das nicht so oft, aber ich sage das jetzt in dem Fall extra, weil Wards spielen eine Rolle im Support-Coaching. Dein ADC pusht bereits mit dem Q-Spell, das Ganze mal eine Granate, die ballerste pusht die Wave und der erste Spell von Brand ging hinter die Minion Wave und nicht in die Minion Wave. Das heißt, der hat schon mal nichts für die Wave getan und Jhin outpusht eine Vayne. Das heißt, was du machen kannst, ist, du kannst wenn der Brand zuerst im Busch ist, hat der Buschkontrolle, und du kannst entweder auf Cooldown in den Busch reinlaufen, in den Contest mit deinem Spell, den du ja abhast, oder was du machen kannst, ist nach oben laufen und die Wave mithitten. Beides gute Optionen. Ich weiß nicht, was sie gleich macht, aber in Optionen Buschkontrolle und Buschkontesten ist das Wort irgendwie reasonable so, weil du dann die erste Outtake bekommst und pressure den Brand, wie hier zu sehen, auch raus. Aber die bessere Variante ist in dem Fall wahrscheinlich, hier oben zu stehen. Musst du Level 2 von Warwick respektieren? Ich habe actually keine Ahnung von Warwick. Vielleicht musst du Level 2 von Warwick respektieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, ich würde die Wahrscheinlichkeit nicht besonders hoch einschätzen, okay? Das heißt, ihr stellt euch auf die obere Seite und pusht die Wave mit euren Auto-Attacks, aber so, dass der AD Carry noch lasten kann. Weil der Brand sowieso aus dem Busch raus misst, sobald die Wave in Richtung Red Side pusht. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Dieser Busch spielt noch gar keine Rolle, wenn beide auf der Top-Side sind, richtig? Also nur, ich möchte, dass ihr das versteht. Hat viel mit Lane-Positioning zu tun. Ist auch keine Erwartungshaltung an Silber- oder Goldspieler. Aber ich will, dass ihr das hört. Ich will, dass ihr wisst, wie man supporten kann. Okay? Der Standard-Support-Play ist, du läufst hier rein und holst dir schon mal selbst Busch-Kontrolle. Dafür kriegst du jetzt halt ins Fressbrett rein. Und der Tornado wird halt auch nichts hitten. Bringt aber kurzfristig Buschkontrolle. Und der Brand dodgt natürlich das Ding jetzt. Und wenn der Brand möchte, kann der aber nach dem Tornado natürlich wieder reinlaufen, weil du nichts hast, um die Buschkontrolle zu halten. Man muss auch fragen, Brand hat sein W raus, warum sind alle Spieler so weit weg voneinander? I don't get it.
warum kann man nicht, also beide können hier oben stehen, aber warum steht er hier so super weit weg von den Gegnern? Er ist ja gar nicht dazu bereit, irgendwie Autotext zu traden. Was gute Spieler machen ist, wenn den Last hitten möchte, gibt der Jhin halt von der Autotech. Warum? Weil die Minions alle Full Life sind. Er verliert nichts dafür. Er pullt die Wave ein bisschen, im Best Case pullt er die Range Minions ein bisschen zu sich, wenn er rausmoved, um die Minion Aggro zu droppen. Und die haben noch weniger Platz. Movement, ja. Movement nicht so geil. Tornado, okay, weil trifft, kann Brand treffen und pusht die Minion Wave so ein Stück weit. So. Das ist der Moment, wo ich gerne Warden wählen möchte. Ich sag folgendes, ihr kennt das von mir, ich warde in Solo-Queue auch hier, weil ich eine faule, dumme Sau bin. Ich bin eine faule, dumme Sau. Ich meine, ich bin meine Waves nicht richtig, ich stelle meine Vision nicht richtig, ich mache alle Fehler, ich mache die 1000 Fehler, die jeder Solo-Queue-Affe auch macht, weil ich eine faule Sau bin, okay? Ein guter Spieler geht hier den Step hoch. Ein guter Spieler sieht erstmal, die haben gepullt für den Warwick. Und dann kann man das Risiko hier, denke ich, eingehen und hier ein Deep Ward setzen oder das Ward zumindest hierhin ballern. Und dann wieder zurück auf die Lane gehen. Umso früher du Warwick siehst, umso eher gehst du im Gank. Was Minster macht, triggert mich ein bisschen, weil sie gar kein Business hier hat. Also, wenn jemand von denen hier ranläuft und sie tradet, ist sie alleine. It doesn't matter. Sie wird davon nicht rausbekommen, okay? Das wollt ihr nicht. Ihr wollt nicht alleine, wenn zwei Ranged Minions hier sind, wollt ihr nicht alleine vom Turret stehen. Das ist viel zu greedy. So, und jetzt würde ich mir wünschen, dass in diesem Lane-State hier schon ein vorbereiteter Sturm kommt und hier rüber reinfliegt, hier reinsegelt. Und zwar auf eine Range, in der du erwartest, dass die Vayne entweder hindodgt oder die Mini-Wave hittet. Beides funktioniert. Ist ein kleines Mindgame. Du musst da schon beim Setzen des Tornados erwarten, auf welcher Höhe entweder der Supporter oder der ADC, je nachdem wer auf dieser linken Seite hier lanen möchte, steht. Andere Variante ist ein bisschen pushlastiger. Hat natürlich eine deutlich geringere Chance, jemanden zu treffen, aggressiv, also jemanden killmäßig zu treffen. Ist, du stehst hier, spielst dein Tornado hier rüber durch die Minion Wave. Die ganze Minion Wave bekommt circa, wie viel Damage ist, hat 100 Schaden oder so. General Tornado ist actually ziemlich cool. Und danach nimmst du Bush-Kontrolle ein. So, wenn du jemanden Hock habt, gibst du ein W zusätzlich und sonst hältst du halt dein Maul. Und wartest auf den nächsten Kikul dann. Was ich generell schon mal nice finde von ihr ist, dass sie halt nicht hinter Jhin steht, ne? Jhin steht in meiner Meinung nach zu defensiv hier, aber dass sie grundsätzlich nicht hinter Jhin steht, ist schon mal ein Riesenbonus, den ich Gold so selten sehe. Und hier ein Stream hilft euch da weiter, anscheinend. Ihr wollt die Tornados im Best Case, ihr könnt die so spielen, aber ihr wollt natürlich im Best Case eigentlich Long Range Tornados spielen, ne? Ihr wollt nicht traden unbedingt. Und wenn ihr tradet, dann bitte mit Schild. Aber ist jetzt nicht schlimm. Nicht so stark ist, also Movement ist relativ weak, finde ich. Gefällt mir nicht so gut an der Stelle. Und generell Lane-Kontrolle, auch terrible, ne? Hier sind immer noch drei Range-Minions am Start. Die hätten schon längst geklärt sein sollen, wird schon längst wieder reinpushen sollen. Da muss. Der Jhin Autotech hat die Minion Wave nicht. Dieser Zustand, dieser fast resettete Zustand, ist einfach nicht deine Win-Condition. Für beide Champs nicht. Das ist nicht nice, das ist trollig.
Tornado Idee ist cool, aber Tornado Ausführung, also ne, die Tornado Idee ist cool, wenn du diesen Resetted Wave State hast, aber in dem Fall ist die Wave halt wieder so im Middle Ground. Du willst den Middle Ground gar nicht haben. Also ich sag so, der E-Spell von der Vayne tiltet mich aus dem Leben. Der tiltet mich aus dem Leben. Also wirklich, also. Okay, Punkt 1. Ich kann verstehen, wenn man im Trade ist oder wenn man einen Trade spielen möchte und dann nicht unbedingt die Augen auf dem Jungle hat, ne? Aber der Warwick ist ja hier sichtbar. Offensichtlich. Okay? Wir können theoretisch, wenn ihr wollt, können wir mit, machen wir halt nochmal. So. Das ist jetzt schon sehr gut sichtbar. Und das ist auch kein Szenario, in dem ihr ein W setzen wollt. Warum nicht? Supporter ist im Busch. Why would you? Wofür ist dieser Trade gut? Der Trade. Was macht der für was gibt der gerade Jin? Was gibt der Lane overall? Fucking nothing. Du kriegst deinen Stack abgebaut von dem Dolch des Zauberdiebs. Witzigerweise nicht mal das. Ah, doch. Aber es ist fucking useless. Also, in der Situation einfach den Fokus vom Trade weg, weil der Trade ist useless. Also, der Zeitpunkt des Trades ist schlecht, okay? Der Trade bringt dir nichts, der hat keinen Mehrwert. So, du tradest nur. Um des Tradens willen, aber nicht, weil du ein anderes Ziel erreichen willst. Und verpasst dabei zusätzlich noch, dass der Jungler im River ist, der Enemy Jungler. Das ist nicht gut. Schönes Movement vom Jin. So. Für die AD Carry Mains hinter euch. Wie könnt ihr das verhindern? Also es geht ja auch darum, die Fehler des anderen zu verhindern. Jungler zum Beispiel können das sehr gut. Es gab heute ein Game, da hätte der Jungler das Game gewinnen können alleine, aber er hat sich dagegen entschieden. Und wie hätte jetzt der Jin verhindern können, dass die Jin einen Fehler macht? Backping. Nein, über Wave Management. Wave Management bedeutet in dem Fall, die Wind Condition so erzeugen, wie ich gerade genannt habe. Waves einzeln reinpushen. Das Zeitfenster für die Jenner, um zu inten, ist so klein. Ist so klein. So klein wie mein Schwanz. So klein ist das Zeitfenster für die Jenner, dann noch zu inten. Wenn du jede Wave einzeln reinpusht, dann wird keine Jenner der Welt darauf achten, wir können schon in der Welt diesen Warwick hier nicht sehen. Also doch groß. Hat's wohl recht. Also, Waves durchhitten. Ne? Auf Cooldown durchhitten. Super wichtig. Nice job. Welche Option hast du hier als Support? Also der ADC lastet it, obviously. Welche Option hast du als Supporter?
Ich frage den Chat einfach mal. Gibt nur zwei. Die Bots. Bada! Wenn du eine Wortmöglichkeit noch abhast, ja. Wenn du ein Wort noch mit hast, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hat sie das gestellt? Wer hat es gestellt? Von Jin. Hat sie ein Wort ab? Könnte verbuggt sein? Not sure. Wie dem auch sei, wenn du ein Wort abhast, gönn dir ruhig ein Deep-Wort. Kannst du in dem Fall. Ich weiß nicht, ob ich ein Deep-Wort unbedingt sehen würde. Wenn der Warwick ganz viel Bock auf dich hat, ist übrigens ein Deep-Wort nicht möglich, ne? Aber du kannst zumindest mal hier den River warden. Dieses Wort hier, wenn deine Wave hier steht und du weißt, dass der Warwick gerade around war, Vayne aber wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich Basen ist und Bran gerade gestorben ist, ist dieses Wort hier sehr gut. So, du zählst einfach die möglichen Gefahren durch, die auf dich warten können. Und hier zum Beispiel würdest du halt Shen Level 6, Shen ist vielleicht bald Level 6, das musst du vielleicht im Kopf haben, so, aber ist schon sehr advanced. Also maximal Warwick ist im River und im Warwick kannst du wahrscheinlich disengagen. Als Jenna. So, das heißt, du würdest einfach ein Wort stellen hier. Variante 2 ist, du hilfst deinem Jin hier beim Auspushen. Hittest auf Cooldown, machst ein W, wenn du ein W machen musst, um vielleicht eine Granate vorzubereiten oder so, und cues vielleicht schon mal die nächste Wave. Ja? Was du nämlich machen wolltest, die Wave durchbringen. Andere Option wäre, du hältst die Wave und freest für den ADC, ist auch fein. Aber das sind Sachen, die würde ich jetzt nicht in Coaching von einem Silberspieler packen, so, it doesn't matter. Aber die Option zu kennen, dass du hier die nächste Wave noch pusht. Oh, bist du süß. Der Problem ist ja, die jetzt ein bisschen, die wird ja ein bisschen zusammengezogen, dadurch, dass ich hier noch Minion überlebt hat, ne? Die pusht jetzt halt also so langsam in die Enemy Lane rein. Ist nicht so super tragisch, aber du verlierst halt ein paar Minions wahrscheinlich. Die Option zu kennen, allein das ist schon viel wert, okay? Du musst nur die Option kennen. Ob du dich dann richtig entscheidest, ist dann natürlich dein Bauchgefühl. Überlassen. Situation willst du eigentlich nicht haben, ne? Einfach nur auf der Wave stehen. Dazu muss man sagen, es gibt gerade keine bessere. Brand kommt aus der Base. Warwick ist immer noch Black. Du weißt immer noch nicht, wo Warwick ist. Neu dir. Dein Midlaner ist Base, dein Jungler ist Topside. Und du bist kein Roaming Champ. Also ist das. Und vielleicht hast du auch keine gute Base. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ob sie eine gute Base hat oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Also ist das so ein bisschen aus der Not heraus, dass sie gestorben ist schon. Das Beste, was sie tun kann. Lastet, wenn nicht schlecht. Und ob sie Level zu lasteten, ja. Ihr seht so ein Stück weit, ne? Das Kenmin lebt länger und die Wave pusht so langsam in die Gegner rein. Das sind so Kleinigkeiten, auf denen ein High-Elo-Jungler euch zum Beispiel ganken würde. So. Und auf denen der Hackram natürlich nicht weiß oder nicht kennt, aber wenn du im High-Elo da kommunizierst, schon schwierig. Jetzt hast du diesen unangenehmen Moment, in dem du, in dem der Brand Vision oder Bush-Kontrolle hat. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. So, Vayne macht ja nicht viel, ne? Vayne tumbelt vielleicht gleich nach vorne oder so. Aber Brand hat so viel Damage allein, dass wenn er mit Bush-Kontrolle arbeiten kann, und dann sind Mages immer sehr, sehr krass, dass du die ganze Zeit Spells gefallen lassen musst. Und Jenna kann actually nichts machen, um Bush-Kontrolle wieder auf und auf wieder zu contesten. Aus der Position heraus. Was willst du machen? Hier steht ein Tornado reinballern? Dann hast du für ein kurzes Zeitfenster die Möglichkeit, ein Ward reinzustellen. Aber du wirst nicht die Bush-Kontrolle übernehmen können. Midi-Champs/Mages können das ein bisschen besser. Und das ist dann das Ergebnis, und das ist der Punkt, an dem mir Jennas auf den Sack gehen. Weil wenn nämlich dann am Anfang diesen Anfangspush, den man oft hat mit Jenna, wenn man den nicht richtig spielt und gepusht wird, oder wenn Jungle Diff da ist und der Enemy Jungler heavy um dich rumspielt und dein eigener Jungler nicht, dann hast du die Problematik, dass nämlich genau das dein Problem ist in dem Game hier.
Hier ist der Jin ein bisschen hyphy geworden, so, ohne Grund, obviously. Also er hat ja kein Business daran zu. Also du hast keine Vision, also gehst doch nicht rein. No. Nächster Fehler vom Jin, auch Silber, Bronze, Mistake. Das hier, du hast 100 HP und du spielst gegen einen Mage Support und eine Vayne. Du hast, dein Jungler ist Topside, die geht nach dem Shen. Du hast keine Tools, deine Mitte wird gepusht. Du hast nichts. Du hast keinen Grund, hier zu greeden. Wenn die Gegner auf dem gleichen Base-HP sind oder du eine Möglichkeit siehst, über einem Sunlight Advantage oder so, dann greede von mir aus rein. Ist halt immer noch nicht gut. Aber du hast hier kein Business und es spricht nichts dafür, dass du weiter auf der Lane bleibst. Außer dein Stolz. Du musst dich von der Wave einfach verabschieden. Problem ist, Silber, Gold, die meisten oder viele Elos punishen dich nicht dafür. Wenn ich jetzt in Diamond unterwegs bin, mache ich dann nicht anders. Du wirst nicht für alles gepunished, was du machst. So. Das ist ein Riesenfehler. Du glaubst doch nicht, dass wenn ich die Vayne bin oder ich der Brand bin, dass du hier noch ansatzweise eine Wave kriegst oder was. Ich fick dich doch einfach. Wenn ich die Position vom Jungler habe und die haben wir hier, dann fick ich dich unterm Tower. Aber die beiden werden probably nicht ficken. Werdet ihr ficken? Nee. Die ficken nicht. Oh, bist du süß. Oberständer auf Reset. Willst du mein Freund sein? Komm, wir tanzen. Das ist original die Problematik. Dass halt, du machst einen offensichtlichen Fehler, der nicht gepunished wird. Wenn du nicht gepunished wirst, lernst du nicht draus. Und machst den Fehler und lässt den Fehler vielleicht zu einem Bad Habit werden. Den du dann auffallst, wenn du gegen sehr viel bessere Spieler spielst. Das Schild habe ich schon nicht verstanden von Menzer. Und ich bin auch kein Freund davon, wenn ich die eine Position dazu entscheide zu halten, sollte man im Normalfall wahrscheinlich dabei bleiben. Wobei in dem Fall Brand nichts macht und dann ein 2 gegen 1 Dive ist und dann hast du wieder deinen Job erfüllt irgendwo als Jenna. So. Ist so ein Standard-Pink-Wort, ne? Kannst du machen. Und das Wort hier vorne ist auch okay sogar. Holt mich beides ab. Ist okay. Und dadurch, dass die Wave so leicht slow pusht in die Gegner rein, ist der Laufweg sogar auch okay. Was ihr machen wollt als Supporter, ist an dem Punkt... An dem Punkt hier. Ihr seht, die Mitte blank ist quasi, ne? Dass Mitte keine Vision hat. Was ihr machen wollt, ist als Supporter über Mitte laufen. Ihr wollt diesen Weg laufen, zack, über Mitte. Ihr könntet theoretisch hier ein Pinkboard stellen oder hier ein Pinkboard, je nachdem, wie aggressiv oder wie eure Midlane gerade steht. Wie stehen wir in dem Fall hier? In dem Fall stehen wir 0-0-0. Na gut. Dann stellt ihr wahrscheinlich einfach nur irgendwie ein Normal Ward hier hin. Und ein Pinkwort hier hin oder hier hin. Damit ihr nicht antippet werden könnt, so gut. Beziehungsweise damit ihr Vision habt, wenn die euch
ganken wollen, diven wollen, wenn einfach jemand in eurer Jungle-Hälfte ist, das wollt ihr wissen. Und wenn ihr könnt, oder wenn sie es anbietet, kann man bitte vielleicht nochmal einen Gang setzen kurz, der nicht zu lang gehen darf. Mal kurz einen lautlos Hook probieren, kann Mitte schon echt nervig sein. So. Aber ihr müsst auch schauen, dass ihr halt in Time da seid, wieder auf Botlane, um die Wave durchzubringen mit eurem ADC zusammen. Weil wenn der ADC hier gefreezed ist, dann ist der Mitte-Gank auch nicht so giga-worth it, okay? Finde aber jetzt nicht, ich finde es nicht zu schlimm, hier direkt Botlane zu laufen. Man muss dazu sagen, eigentlich laufen fast alle Botlane. Also, ich sehe wenig Supporter, die verstehen, warum man über Midlane läuft und warum man hier wardet. Habe ich das klar genug gemacht? Ja, ne? Hat irgendein Support-Player das nicht verstanden? Ich kann gerne mal erklären. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte finde. Ich gebe mir trotzdem Mühe. Spring Wards, Silber 1. In Silber 1 gar nichts. Nochmal kurz bitte. Gut. Nimmt man, hat ein bisschen mit Pro-Gameplay zu tun, aber ist 1:1 genauso umsetzbar für Solo-Q. Beide Reset, also angenommen, ihr bringt eure Wave, ihr pusht eure Wave in den Gegner mit einem Turret, ja? Ihr habt eine gestackte Wave, bringt den Enemy Turret rein, ihr geht Base, ihr kauft Items und dann läuft der ADC straight zur Lane. Eigentlich in 99% aller Fälle. Und ihr lauft eigentlich, und da auch in einer sehr hohen Prozentzahl, außer ihr wollt Heavy für Lane spielen, also ihr wollt quasi Tempo auf der Lane haben, kommen wir gleich noch zu, kann ich gleich noch erklären, läuft ihr eigentlich 90% aller Fälle wahrscheinlich Mitte. Im Best Case, also im Competitive, holt ihr euren Jungler dann ab in seinem Jungle und dann contestet ihr diese Area. Was macht diese Area? Diese Area hält den Enemy-Midlaner davon ab, Richtung Botlane zu spielen. Oder, gibt natürlich im Umkehrschluss, euer Midlaner die Möglichkeit, Richtung Botlane zu spielen. Abgesehen davon wisst ihr, ob der Enemy-Jungler diese Route hier nimmt und hinter euch ist. Sobald der Enemy-Jungler den River crossed und in eurem Jungle ist, ist eure Botlane vorbei. Logischerweise. Wird der Jungler hier, könnt ihr eure Botlane nicht mehr so weiterspielen wie vorher. Ihr müsst Pressure fallen lassen und ihr müsst 20 Meter hinter der Lane stehen. Deswegen ist der Pinkboard hier okay, aber hier wäre es wahrscheinlich noch besser. Das kann übrigens auch die Aufgabe des Midlaners sein, der es macht. Aber ihr als Supporter wollt ja gerne eigenverantwortlich handeln. Und wollt gerne die Chancen eurer eigenen Fehler so klein halten wie möglich. Das heißt, ihr stellt euch selbst dieses Wort hier. Und im nächsten Step wäre dann, also das ist quasi der Standard-Step. Und der nächste Step wäre dann noch, okay, ich warde hier, aber dann conteste ich auch, wenn der Enemy Midlaner, Jungler oder Supporter alleine das Wort wieder cleart. Also ihr bestraft praktisch Leute dafür, die sie frech sind. Angenommen, ihr recallt zuerst. Ne? Also ihr habt eure Wave reingepusht, ihr recallt zuerst. Jhin läuft zur Lane, ihr läuft Mitte. Setzt das Pinkwort hier hin. Aggressives Pinkwort. Also, nee, das hier ist ein aggressives Pinkwort. Das hier ist obviously mittig im River, ja. Und der Brand geht auch Base. Aber der geht ja später Base, weil ihr die Wave zuerst reingepusht habt. So viel versteht ihr das, ja? Das Tempo. Ihr habt quasi Tempo, Fachwort Tempo, über dem gegnerischen Laner. Der kommt also, wenn der mir auch zuhört, direkt hier langgelaufen, verspätet, und contestet dieses Wort und willst vielleicht hitten. Wenn dann euer Jungler hier ist oder ein Midlaner in der Nähe ist und ihr spielt Leona oder einen Engage-Champion, dann könnt ihr hier einfach einen Free-Kill abholen. Weil er wird das Pinkwort contesten und ihr könnt ihn einfach ficken. Das ist ein Free-Kill. Wirklich, in 99% aller Fälle werdet ihr hier einen Free-Kill holen. Du, Cute, als Jungler und Supporter, stellt dieses Wort, nachdem ihr eure Botlane rausgepusht habt, und ihr kriegt hier einen Freakle. 300 Gold, jedes Mal. Es sei denn, der Supporter läuft sofort runter. Was die meisten machen. Aber dann ist vielleicht der Jungler, der das Pinkwort contestet oder so. Ihr könnt das Pinkwort also contesten. Um Vision rumfalten, nennt man das.
Die andere Variante ist, der Enemy Supporter läuft straight auf die Lane. Ist für euch ja nicht schlimm, weil ihr mit dem Tempo, was ihr aufgebaut habt, Vision Control über Mitte, Vision Control Mitte geholt habt. Und ihr seid zeitgleich zur nächsten Botlane dabei. Also auf der Botlane Wave dabei. Okay? Gibt es dazu noch Fragen zu dem ganzen Support-Bums? Ich kann euch dazu sagen, das, was ich gerade gesagt habe, ist sehr, sehr gut. Aber davon haben zum Beispiel haben die. Ich habe heute mit 3 Supportern gespielt und keiner davon hat jemals was von gehört. Aber es trotzdem, also das ist wirklich eine Sache, die könnt ihr aus dem Competitive nehmen und 1:1 so in Solo-Queue ballern. Ihr müsst nur alle Schritte beherzigen. Aber dann habt ihr so viel Struktur im Game. Wir sind auch im Early Game Pre-Level 5-6, wenn man noch keine Boots hat. Ja, Boots spielen da keine große Rolle für. Die Nummer ist ein bisschen anders, wenn der Gegner Lane-Kontrolle hat. Okay? Also wenn der Gegner die Wave reinpusht und ihr based später als der Gegner, dann kann es. Dann hat der Gegner halt zuerst sein Ward hier. Wenn er es so spielt. Aber ich sage euch auch, die meisten werden es so nicht spielen. Aber dann habt ihr eventuell nicht die Zeit, um hier hinzulaufen. Ne? Weil der euer ADC unten sonst gedived werden könnte. Ergibt das auch Sinn für euch? Ich hoffe ja. Da wird Support alleine nach dem Recall in den gegnerischen Jungle deep worden. Das hängt vom Enemy Jungle ab. Und ob du basen musst oder nicht. Kann man hier contesten, ne? Die Wave ist nicht ganz reingepusht und das ist das Problem vom Brand. Ablaufplan hier. Ihr wollt die Wave reinpushen. Auch da wieder Tempo, ja? Ihr wollt die Wave reinpushen mit eurem ADC zusammen. Dann wollt ihr hochgehen, die Vision kontrollieren. Und dann wollt ihr auf den nächsten Wave reinpushen und dann könnt ihr anfangen, den zu punishen. Immer so, die Wave ist quasi euer. Die Wave ist quasi euer Zeitfenster, in dem ihr was machen könnt. Ist das sinnvoll für euch? Ja, ne? Also, angenommen, also Brand Vayne spielen gleich die Wave. Also beide Seiten spielen gleich diese Wave. Die beiden wollen die durchpushen und dann wollen die beiden diese Wards contesten und im Best Case ihre eigenen Wards reinstellen. Warum? Logischerweise, damit der Hackerem nicht for free ganken kann von hier. Was stattdessen passiert ist, Mint läuft vor, lässt sich zum tausendsten Mal kombonen, weil sie ihre Position halt nicht rafft auf der Lane und stirbt wahrscheinlich einfach jetzt dafür, oder? Ja. Diese ganze Theorie spielt keine Rolle, wenn du den Bums nicht drauf hast, ne? Also, Mint scheint relativ weak dabei darin zu sein. Kannst du nochmal anschauen? Mint scheint relativ weak dabei darin zu sein, zu raffen, wann sie traden darf und wann nicht. Und wann Trades einen Mehrwert haben und wann nicht. Weil in dem Fall hier ist der Trade, wie bei dem in dem Trade hier oben schon, in beiden Fällen ist der Trade super wack so. Der Jhin bekommt nichts dadurch, die Lane-Stellung wird dadurch nicht besser, nichts passiert. Also literally nichts passiert durch diesen Trade. Alles, was du tust, ist ein Risiko eingehen für niemanden.
Moment. Enchanted Supports sind anscheinend zu schwer, um die Leute zu spielen. Sehe ich das richtig? Nein. Das hier spielt keine Rolle. Weil diese Enchanter Supports haben meistens mehr Base Value. Die bringen meistens Free Stats fürs Team mit. So. Schilde, etc. sind übel leicht und bringen immer Value. Während du bei einem. Man muss sagen, Brand ist vielleicht eine Ausnahme, weil Brand auch Point-and-Click-Stuff hat. Aber die Einfachheit des Supports ist halt wichtig und entscheidet viele Spiele. Lass mich so formulieren. Ein Thrash-Main wird mehr Fehler machen und auch mehr kritische Fehler machen als ein Brand oder ein Jenna. Kritische Fehler heißt, er wird halt mehr missen, aber er hat auch generell mehr, er könnte auch mehr Impact haben, weil er mehr Möglichkeiten hat. Die Möglichkeiten werden aber von schlechteren Spielern weniger genutzt. Logisch, oder? Unclick-CC, Unclick-Damage ist aber so valuable, dass in diesen Matchups, selbst wenn das Thresh die Lane gewinnt, wohlgemerkt, meistens die Gegenseite trotzdem mehr Value hat. Ergibt das Sinn für euch? Ich weiß auch jetzt wieder nicht, ob ich das richtig formuliert habe. Aber also ein Schild zu drücken oder jemanden zu healen per Point and Click ist immer einfacher und kann von jedem gemacht werden. Mit einem Thresh einen guten Play zu machen, erfordert aber schon sehr viel mehr Tastenklicks. Und die müssen alle stimmen, damit du mehr Value hast als jemand, der einmal kurz gehealt oder geschildert hat. Ähnliches Prinzip übrigens, warum ich nicht empfehlen würde, Botlane zu spielen oder ADCs. Weil, wenn wir uns die Champs anschauen, dann ist die meisten Champs haben eine Win-Condition, wo sie den Spell zu einer Ausdecke zupacken, aber die ist nicht so feinschrittig. Fizz hat zum Beispiel Cooldowns, um die er rumspielen muss. Natürlich hat er auch einen Skillshot und so, aber das meiste ist sehr grobschrittig. Ein ADC, wenn er nicht gerade Jhin heißt, weil Jhin ist auch eher grobschrittig, muss sehr fein aufpassen, also muss eine sehr hohe APM-Zahl haben, Actions per Minute, und ist sehr feinschrittig in seiner Win-Condition. Wenn eine Vayne nicht 10-0 steht und nicht gefeedet ist oder halt ihre Items nicht erreicht hat, dann muss eine Vayne sehr gut darin sein, um die Win-Condition der Gegner rumzusteppen und immer trotzdem noch Outtakes reinzubringen. Sehr viel schwieriger, als wenn ich einen Fisch auf dich werfe und ich versuche zu one-hitten. So. Das wird irgendwann funktionieren. Eine Lux trifft irgendwann ein Q und es wird irgendwann funktionieren. Okay? Das gleiche Prinzip ist für Supporter nicht, also ist für Supporter nicht anders. Einer der Gründe, warum zum Beispiel Leona ist ja sehr einfach, ne? Du stunst den Gegner, du ehst den Gegner, die Kombinationen haben immer Value und du bist halt auch mal ein Tank. Leona war für Jahre in Lower Elo komplett gut, ein richtig nicer Champ. Aber für High Elo komplett pointless und useless. Weil die Win-Condition so einfach war. Ähnlich wie Garen und Darius im Übrigen. Das heißt, eine gewisse Einfachheit steht auch für Effizienz. Ihr wisst ja bestimmt, weil ihr öfter zuschaut, hoffe ich. Jhin macht Execute Damage aus seinem vierten Hit. Das heißt, er hätte mit Granate anfangen sollen und dann mit dem vierten Hit finishen. Dann killt er ihn hier, bevor er flashen muss. Aber ist doch auch nicht schlimm. Also der Trade ist halt, du kriegst halt die Zopfwatch for free. Und danach tradest du Flashes. Das ist okay. So. Same shit, ne? Läuft wieder. Botlane. Enemy Supporter stirbt. Du siehst beide. Du siehst Shen top und du siehst Lux Mitte. Man könnte jetzt sagen: Okay, ich darf nicht Mitte gehen, weil Lux nach diesem Minion tendenziell hier unten mich trappen kann. Und das will ich respektieren. Aber dann würdest du trotzdem noch dieses Wort würdest du anyway stellen. Und dann wird's nach unten moven. Okay? Lass das bitte ein Rhythmus werden für euch Supporter.
Das ist sehr gut. Ihr werdet vielleicht nicht in jedem Game sehen, dass es Vorteil bringt, aber wenn ihr darauf achtet, was euch das bringt und was es eurem Team bringt, dann werdet ihr bald das freiwillig machen wollen. Oh, mein lieber Bier Gaming. Das sieht nicht gut aus für dich, Bro. Okay, wild. Wilde Kombos. Minz, warum? Ich weiß, du bist eine Frau, die steht auf Feuer. Feuer und Flamme für jeden Spell von Brand. Aber warum? Er ist ja... Puh. Vor allem auch so lernresistent hat man das Gefühl, ne? Zweimal gibst du den Brand zum W und zweimal wirst du für gestunt und stirbst. Und dann sagst du beim dritten Mal, geil, die Kombo kannte ich noch nicht und drückst ihm nochmal ein W. Gute Ult von Brand an der Stelle. Junge, 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 wenn ich das sehe, würde ich aber auch sagen, dass Jhin ziemlich broken ist. Aber nicht, weil Jhin broken ist. Ah. Good job, Mint. Guter Bait. Ja, ich glaube, du hättest retten können, aber es ist jetzt nicht, also ist nicht zu tragisch. Du bist halt ein Step nach links, so, aber ist auch. It's fine, I guess. Min, schau dir mal bitte im VOD an, warum, wie du die Wirbel besser schießen kannst oder welche Wirbel, nach welchen Wirbel du schauen solltest, ja? Wirbel sind super, super, super cool oder super, super wichtig in der Landing Phase. Like, aber der Jhin wird, das Problem dabei ist, die Leute lernen nicht, weil die aber auch nicht immer dafür gepunished werden. Es ist so incredible, wie man sich selbst so gatekeepen kann. Der Jhin face-checkt diesen fucking Fickbusch und der Brand misst seine scheiß Spells. Und dann wird der Jhin wird auch die nächsten 100 Jahre noch Büsche face-checken. Und sich selbst so gatekeepen, weil er ab und zu gepunished wird, aber halt eben auch regelmäßig auch nicht.
Ich sag so, hat doch geklappt. Richtig, hat doch geklappt, ist nämlich so Leute, die sagen, hat doch geklappt, sind Silber. Das ist das Problem. Ergebnisbasierte Analyse, ergebnisbasiertes Coaching ist fucking terrible. Das ist so ein bisschen wie ich. So, Mint, das wird du dir auch anschauen. Solltest du das ganze Video dir einfach anschauen, okay? Schau dir das Video dir an, bis zu dem Punkt, wo du wieder im Chat warst. Der Part ist übel wichtig für dich. Und hör auf, den zu W, sonst krieg ich AIDS. Aber schöner Skin. Wir haben Gamers, wo du halt überhaupt gar keine Rolle, also egal ist, was der Botlane macht wahrscheinlich, ne? Also gewinnt ja auch so Bot. Ist ja gut. Ist ja super, ne? Aber du hast gar nicht so viel Verantwortung erstmal. Die Wenn ist einfach ich. Die Wenn ist einfach ich. So. Warte, ich weiß, wie lange du läufst. Du läufst runter, ne, yo. Fernsehen auf Resub. Freund sein, können wir tanzen. Vielleicht sind wir was mit der Resub. Dankeschön. Willst du mein Freund sein, können wir tanzen. Wobei, man könnte jetzt darüber reden. Also, du machst es erstmal instinktiv ganz gut, ne? Jetzt, wo du im Winning-Team bist, ne? Und die sind oft um Mitte rum. Also dein Fizz ist ja stärker, dein Hecarim ist stärker, die Camilla hat sich von Toplane schon befreit und roamt die Map. Du könntest probieren jetzt, quasi im Kopf dir vorzustellen, wo sind die anderen Gegner gerade? Welche Informationen hast du? Ist natürlich Informationen bekommen und dann auswerten. Musst du in dem Fall einfach richtig machen. Was ist denn richtig? Komm, wir machen mal das Beispiel. Wir machen das Beispiel am Spiel jetzt hier. So. Okay. Das heißt, du schaust konstant auf die Minimap. Und at this point, das Warwick hier kurz gesehen, du siehst, wo Shen ist, du siehst, wo Lux ist. Und du weißt, dass Vayne noch tot ist. Deine Aufgabe ist jetzt, nicht runterzulaufen, sondern du kannst dir jetzt überlegen, alles klar, Botlane ist noch nicht so richtig entschieden, da falten wir vielleicht noch ein bisschen drum. Ich möchte jetzt meine Wards aggressiver stellen. Du hast ein Winning-Team, du möchtest jetzt hier aggressiver ein Ward stellen, hier oben, was weiß ich, wo du auch, vielleicht hier ein Ward stellen. Du möchtest auf jeden Fall ein bisschen tiefer gehen, weil der Einzige, der dich facen kann, ist ein Brand. Brand wird dich alleine nicht one-shotten können. Heißt, du nutzt das Zeitfenster, das du hier hast, und gehst deep worden. Du bewegst dich zumindest aber anyway schon mal in die Richtung, das machst du ja schon richtig. Du bewegst dich so oder so in die Richtung, wo ein Fight ausbricht, und dann guckst du, ob du dem Fight helfen musst, solltest, oder ob du die Zeit lieber nutzt, um den nächsten Play vorzubereiten, indem du Vision stellst. So, in dem Fall weißt du immer noch, der Warwick Topside ist, du weißt immer noch, der Shen Topside ist, du weißt, dass Lux tot ist.
Und du siehst sogar Brand. Da heißt, du hast keine Ausrede mehr, hier nicht super, super deep zu gehen und meinetwegen die Enemy Jungle Entrances zu warden. Wenn du hier und hier ein Ward hast, ja, dann viel Spaß, Warwick. Viel Spaß beim Ganken. Das sind Informationen, die Problematik dabei ist wieder, in Lower Elo werden die Leute, selbst wenn du Informationen gibst, nicht richtig auswerten, okay? Die werden nicht die richtigen Schlüsse draus ziehen. Aber du kannst die richtigen Schlüsse draus ziehen. Wenn du hier und hier ein Ward stellst, sagen wir, du bist ein Engaged Support, ist eigentlich egal, welche Art von Support du bist, dann kannst du sagen, alles klar, Warwick läuft in die Botzeit rein, wir müssen uns ein bisschen zurückziehen gerade. Wir müssen ein bisschen Jungle respektieren. Aber ich sollte mal als Support dann nach anfangen, für das Team die Summoner Spells zu tracken. Oh, im Best Case immer. Summoner Spells tracken ist nicht Elo-abhängig. Die Information, auch da wieder. Du bietest deinem Team Informationen, die Auswertung wird aber scheiße sein. Da ist nur, weil jemand schreibt, hey, der und der hat bis da keinen Flash, heißt es noch lange nicht, dass Silber Otto 23 sagt, oh, der hat keinen Flash, also werde ich mal meine Attention in den Spieler reinpacken, der keinen Flash hat. Das ist dir doch egal, sind wir doch ehrlich. Aber für dich selbst kannst du trotzdem machen und das zu einem guten, positiven, was ist denn das Wort für Habit? Habit ist Gewohnheit. Zu einer guten, positiven Gewohnheit bringen, machen. Danke, Leute. Ich habe Gewohnheit beim ersten Mal schon verstanden, aber ich finde es toll, dass ich so viele international Motherfucker in meinem Chat habe. Ne? Das ist einfach geil. Also, ihr macht das zu einer positiven Gewohnheit, die ja nicht, die kostet euch ja nichts. Also ist ein bisschen mehr Arbeit. Und Menschen sind faul. Aber ist ja trotzdem gut. Sind wir doch mal ehrlich. Alle zusammen jetzt mal, wirklich mal Real Talk. Ich streame seit Jahren und bin seit Jahren ein fauler Hurensohn. Ich weiß, wie ich es besser mache und ich mache es nicht, weil ich ein fauler Hurensohn bin. Ein dummer Bastard. Wenn ich jedes Game in League of Legends tryharden würde, zu meinem besten Wissen und Gewissen, dann wäre ich in der LEC. Aber das bin nicht nur ich. Das sind alle Spieler auf EU West, die jedes Game bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter schwitzen, sind in der LEC, wenn sie wollen. Das betrifft mich und das betrifft euch. Machen wir uns nichts vor. Wenn ihr euer Leben, legit, seid 25 Jahre alt, also 3 Jahre älter als ich quasi, und ihr habt eine Freundin und einen Job, wenn ihr alles wegwerft, mit beiden Händen rauswerft und von heute an nach bestem Wissen und Gewissen jedes League-Game spielt und jedes Coaching drückt, jedes Programm analysiert, dann werdet ihr in der LEC. Irgendwann. Und wenn nur als Coach. Aber die Grundproblematik von Menschen ist nicht wirklich Dummheit. Die Grundproblematik von Menschen ist Faulheit. Und fehlender Ehrgeiz. Die meisten kämpfen mit sich selbst und nicht gegen den Gegner. Außer der Bart von heute Mittag, der hat gegen mich gekämpft. Aber sonst, die meisten kämpfen gegen sich selbst. Fairerweise, da spielt noch mehr mit rein. Ne? Du musst natürlich auch in der Lage sein, dich selbst zu sehen und dich selbst zu reflektieren, da habt ihr recht. Und dein Ego hinten anzustellen. Du musst dir quasi auch eingestehen können, dass du einfach ein dummer Bastard bist. So. Klare Sache. Wie bist du eigentlich 19? Wie viel ihr mir glaubt. Ein
Wusste ja nicht, dass Twitch Prime kostenlos ist und dass sein solches Coaching hier. Actually mache ich kein Subscriber-Coaching mehr, ne? Naja, ist doch egal. Frauen, Kind sind vor der Tür, los geht's. Geil. Freue ich mich, wenn ich Menschen helfen kann, ne? So. So, und von hier an, also, das sind die Basics, die kannst du auch einfach so übernehmen, Mint. Das ist ja einfach nur Gedanken, das ist einfach nur. Einfach Sachen, die du also übernehmen kannst, die du vielleicht vorher nicht wusstest, die aber sehr, sehr sinnvoll sind, ne? Dann gibt es noch so andere Kleinigkeiten, könnte ich drüber reden. Zum Beispiel, share kein Turret Gold. Hält dir Minions vernünftig an. Geh nur darum, wenn du sicher bist, dass dein AD Carry nicht gedived werden kann. Such die Informationen auf der Map richtig zusammen und werte die dementsprechend aus. Also, kann ich für Dieb, wie aggressiv kann ich mein Wort stellen? Darf ich mein Wort als Dieb-Wort stellen? Neutrales Wort, defensives Wort. Dann, je nachdem, wie weit euer Team schon ist, oder wie euer Team sich auf den Lanes positioniert, wollt ihr eure Vision-Line nach vorne und nach hinten verschieben. Supporter, die nicht competitive gespielt haben, machen es aber nicht so. I mean, zum Beispiel die Vision, die hier ist, ist ja viel zu defensiv. So. Ich würde mir wünschen, dass du auf der nächsten Base diese Wardline hier, diese Vision-Line, die du quasi quer über die Map hast, haben solltest, wenn alle anderen auch Wards holen würden oder Wards stellen würden, dass die aggressiver steht. Meinetwegen super hier vorne sogar, weil ihr so weit ahead seid, wahrscheinlich gar keinen Fight mehr passieren kann. So, und dann geht es auch noch darum, die Vision-Kontrolle nicht so aufzubauen, die Vision-Line nicht nur aufzubauen und die Vision-Line auch noch zu halten gegen die Gegner. Vielleicht Fights darum zu entwickeln und so. Aber das ist halt so, es ist eher undankbar, weil halt auch ganz, ganz viel. Weil auch ganz, ganz viel Team-Effort ist. Und zwar gemeinsamer Team-Effort. Du glaubst doch nicht, wenn ich die Jenna hier spiele, dass ich das Game carryen könnte. Ich kann doch mit Silber, in Silber, als Jenna nicht carryen. Ich hätte wahrscheinlich die gleichen Stats. Und wird hart tilten. Junger Vater, da war aber auch echt nice gespielt vom Fizz. So, aber ich habe jetzt gerade voll Bock auf den neuen Jhin-Skin. Also fuck off. Not joking. Ich zock jetzt. Bin halt genug zum Lernen, zum Nachholen. Da ist so viel drin. Wenn ihr eine Sache davon behaltet, seid ihr direkt ein besserer Spieler.